zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wie ihr schon vielleicht gesehen habt, habe ich mir einen Ski gebaut, den ich mir eben jetzt aufs Rad geschnallt habe. Und jetzt werde ich probieren, mit dem Ski den Home Trail runterzufahren. Ja, und ich mag eigentlich nur mal ausprobieren, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, viel Spaß mit dem Video. Ja, da sieht man es eigentlich ganz genau. Links ist die Spur vom Hinterreifen ohne Ski und rechts ist die Spur vom Vorderreifen mit dem Ski um. Ja. Ja, kommen wir zum Fazit von meinem Ski-Mountainbike. Und an sich funktioniert die Erfindung eigentlich recht gut im tiefen Schnee, so wie ihr in den letzten Shots gesehen habt. Aber wenn jetzt weniger Schnee ist, oder ja, dann greifen die Kanten einfach nicht richtig gut, weil die Verbindung vom Reifen auf den Ski nicht richtig gut hält. Durch die Gurten, die ich da gespannt habe, das ist einfach zu lose. Und dadurch rutscht eben der Reifen immer vom Ski hinunter. Dadurch greifen eben auch nicht die Kanten und dadurch kann man dann auch keine richtigen Kurven fahren. Aber an sich funktioniert es im tiefen Schnee, so wie ihr da hinten seht, eigentlich recht gut. Man ist viel schneller als ohne Ski. Ja, ihr könnt das auch gerne mal selber ausprobieren. Und dann schickt ihr mir am besten eure Fotos von eurem Ski-Mountainbike auf Instagram. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Ciao!